Okay, dann möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Studium heute Abend. Schön, dass ihr guten da seid. Abend. Ah, guten Abend, hallo Silvia. Schön, dass ihr da seid. Ja, jetzt hatten wir ja 2 Wochen Pause und heute machen wir weiter schon mit dem 4. Teil von Daniel 11. Dann lasst uns mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir uns hier versammeln können, um dein prophetisches Wort zu studieren, von dem du gesagt hast, dass es ja ein Licht ist, das in der Dunkelheit leuchtet, an dem wir festhalten sollen. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du mich gebrauchst, um ja auch dieses geschichtliche, komplizierte Thema so einfach wie möglich für meine Geschwister darzulegen. Sei auch mit allen Zuhörern, die es auch später hören oder die jetzt dabei sind, öffne ihre Herzen und zeige uns, Herr, was du uns in Daniel 11 sagen möchtest. Und dafür danken wir dir und bitten es in Jesu Namen. Amen. Okay, also, wie gesagt, das ist jetzt schon das 4. Studium. Und ab diesem Studium wollen wir jetzt wirklich mal so Stück für Stück durch Daniel 11 durchgehen. Und ich will direkt sagen, lasst euch nicht abschrecken von diesem Bild. Ich habe hier die Karte von Europa und oben einen Zeitstrahl. Da werden wir gleich etwas näher drauf eingehen. Ich möchte das wirklich so einfach wie möglich machen und einen guten Überblick geben. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht manche Sachen hier nicht so deutlich lesen könnt, das ging leider nicht größer, aber ihr werdet diese Karte auch dann in den Notizen haben, die ich euch schicke. Da ist ein hochauflösendes Foto dabei, da könnt ihr das dann auch genau lesen. Und jetzt, wenn ich hier darüber spreche, werde ich auch immer noch dazu sagen, was da steht. Aber ihr werdet sehen, wir brauchen das wirklich als Orientierung. Ja, wir haben ja bis jetzt in den ersten 3 Vorträgen uns eher mit den letzten Versen von Daniel 11 beschäftigt und wir haben so ein bisschen vorausgesetzt, was das Verständnis von dem Nord- und Südkönig ist, um die beiden es ja hauptsächlich in Daniel 11 geht. Aber wir haben noch gar nicht eigentlich etabliert, woher diese Begriffe eigentlich kommen, also wo das überhaupt anfängt in diesem Kapitel und wie wir letztendlich zu dieser Auslegung kommen über den Nord- und Südkönig am Ende der Welt. Aber damit wollen wir jetzt mal beginnen, vorne in Daniel 11, um diese Grundlage zu legen, wie wir überhaupt zu diesen Begriffen kommen und woher Norden und Süden kommt, auch geografisch und so weiter, um später dann auch den Übertrag zu machen zu den Mächten, wie wir es gesagt haben. Also dass dann später der Nordkönig das Papsttum ist, Südkönig der Atheismus und so weiter. Aber ursprünglich war es nicht so. Ursprünglich waren das geografische Orte hier und das wollen wir uns natürlich anschauen. Aber selbst dazu werden wir heute noch gar nicht kommen. Also wenn ihr mal in Daniel 11 schaut, in Vers 5 ist das erste Mal, dass überhaupt der Südkönig erwähnt wird. Und dann in Vers 6 kommt das erste Mal der Nordkönig. Und in den ersten 4 Versen kommen diese Begriffe noch gar nicht vor. Aber heute werden wir uns wirklich erstmal nur mit den ersten 4 Versen beschäftigen, weil die Grundlage dazu bilden, um geschichtlich so eine Einordnung dafür zu bekommen, was dann ab Vers 5 Südkönig und Nordkönig ist, damals in der Geschichte. Okay, mit dem Gesagten wollen wir uns einfach direkt reinbegeben in das Studium von Daniel 11 und wir fangen an in Vers 1. Und natürlich werden wir auch oft in andere Teile gehen, hauptsächlich natürlich von Daniel, aber auch Offenbarung. Und schauen mal, was hier die Geschichte ist. Und ich möchte auch schon mal dazu sagen, wir werden uns nachher auch sehr viel mit den 4 Köpfen, 4 Hörnern oder 4 Reichen Griechenlands beschäftigen, in die das griechische Reich zerteilt wird. Und das wird auch noch sehr interessant für unsere Auslegung in Offenbarung 17. Also, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was diese 7 Köpfe in
dem Rätsel von Offenbarung 17 bedeuten. Heute werden wir da eine interessante Sache sehen. Und ich kann euch versprechen, etwas, was ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr spannend. Okay, aber fangen wir vorne an. Daniel 11, Vers 1, da heißt es, auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Medes bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Nun, wer spricht hier? Das ist immer noch Gabriel. Also aus Kapitel 10 wissen wir, dass hier Gabriel diese Unterhaltung mit Daniel hat, also der Engel Gabriel. Und jetzt sagt Gabriel weiter, ich stand dem Darius, dem Meder, bei, um ihm zu stärken und zu helfen. Das ist jetzt natürlich die Frage, von was berichtet er da? Dieser Darius, der Meder, den kennen wir schon aus Daniel 5 und Daniel 6. Da kommt er das erste Mal vor. Und zwar heißt es hier in Vers 30 von Kapitel 5, in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Also hier haben wir im Buch Daniel den Übergang vom babylonischen Reich, was das Chaldäerreich ist, hin zum Reich der Meder und Perser. Also der erste Übergang dieser Weltreiche, die in Daniel beschrieben werden. Und der König, der erstmal geherrscht hat, als der Übergang kam zu Medo-Persien, war Darius der Meder. Und am Ende von Daniel 6 heißt es noch in Vers 29, und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius, das ist Darius der Meder, und unter der Regierung des Kyros, des Persers. Weil da werden wir sehen, Kyros hat kurz danach dann die Herrschaft angetreten. Und den kennen wir ja gut. Hier noch ein Zitat aus Propheten und Könige. Da heißt es, als Darius der Meder den Thron bestieg, den zuvor die babylonischen Herrscher innegehabt hatten, fing er sofort an, die Regierung umzubilden. Und er setzte über das ganze Königreich 120 Statthalter. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen Daniel einer war. Also der erste König war tatsächlich Darius der Meder. Wir kennen vielleicht die Geschichte ja, dass Kyros natürlich Babylon erobert hat, aber er war nicht direkt König, sondern Darius der Meder. In Daniel 9 finden wir Darius diesen Meder nochmal. Da heißt es, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Also Daniel spricht hier das Gebet, nachdem jetzt das babylonische Reich ja zu seinem Ende gekommen ist, und er fragt sich, wenn Babylon jetzt zu Ende ist, warum sind wir noch nicht zu Hause? Warum sind wir immer noch hier in der Gefangenschaft? Da war doch die Prophezeiung, dass wir jetzt zurückkehren können. Und deswegen betet er jetzt hier und studiert den Propheten Jeremia, der vorhergesagt hatte, dass Babylon nur 70 Jahre herrschen sollte. Das ist jetzt vorbei und deswegen betet er und möchte Antwort darüber, wann sie jetzt zurückkehren können nach Jerusalem. Und das war auch noch unter der Regierung von Darius. Und Ellen White schreibt hier in Propheten und Könige, so hatte Daniel im ersten Jahr des Darius, und sie bezieht sich hier auf Daniel 9,1, des medischen Monarchen gebetet, dessen General Kyros Babylon das Zepter der Weltherrschaft entrissen hatte. Also als Kyros Babylon erobert hat, war Kyros nicht direkt König, sondern er war ein General vom König Darius. Und sie sagt, die Regierung des Darius wurde von Gott gesegnet. Er sandte den Engel Gabriel zu ihm, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Daniel 11, Vers 1. Da haben wir jetzt angefangen. Daniel 11, Vers 1, da geht es um den Darius, der erstmal Herrscher in Medo-Persien war. Und der Engel Gabriel ist zu diesem Darius, dem Meder, gesandt worden, um ihn zu stärken. Und dann sagt sie weiter, nach des Darius Tode kommen 2 Jahre nach dem Fall Babylons. Folgte Kyros auf den Thron. Und der Anfang seiner Regierung bedeutete das Ende der 70 Jahre, seitdem die ersten Hebräer von Nebukadnezar aus ihrer jüdischen Heimat nach Babylon geführt worden waren. Also Darius hat ungefähr 2 Jahre geherrscht erstmal und dann wurde der General Kyros selbst König. Und erst als er General wurde, haben diese 70 Jahre Gefangenschaft geendet. Warum? Weil natürlich Kyros
dieses erste Dekret erlassen hat, das den Israeliten erlaubt hat, nach Jerusalem zurückzugehen. Also nochmal kurz, um das jetzt hier zu zeigen. Ich habe ja jetzt hier oben diesen Zeitstrahl aufgezeichnet und der beginnt hier mit der Zeit von Babylon. Also Babylon habe ich hier eingezeichnet, ist das erste Reich. Der letzte König in Babylon war Belsazar. Wir haben gelesen, er wurde umgebracht und dann wurde erst Darius der Meder König. Und das war 539. Jetzt manchmal, wenn ihr jetzt das geschichtlich nachvollziehen wollt, manche sagen dann 538 und diese Abweichung hängt damit zusammen, welchen Kalender man verwendet. Ab wann man die Regierungszeit rechnet, ist es das Jahr, wo er vollständig ein Jahr regiert hat oder das Kalenderjahr, in dem er begonnen hat zu regieren. Deswegen werdet ihr manchmal da verschiedene Jahre finden, aber auf ein, zwei Jahre genau ist das immer genauso, wie ihr hier seht. Und dann zwei Jahre später erst ist Kyros König geworden. Und das ist jetzt alles schon die Zeit Medo-Persiens, des zweiten Reiches der biblischen Prophetie. Da befinden wir uns jetzt. Und Daniel 11, Vers 1 hat eben gesagt, dass Gabriel diesen Darius den Meder gestärkt und geholfen hat. Soweit hier zu dieser Geschichte. Vielleicht ganz kurz zu der Karte hier schon mal. Ihr seht hier das Mittelmeer, also das Blaue, und hier natürlich die verschiedenen Länder. Also hier ist Italien, Griechenland, Kleinasien oder was heute die Türkei ist. Und hier ist Israel. Und hier Mesopotamien, das was heute Iran und Irak ist und weiter in die Richtung Indien. Und wenn wir jetzt von Babylon sprechen, dann war Babylon hier in der Gegend und auch das Persische Reich hat sich vor allem hier dann nach Osten erstreckt bis hier an den Mittelmeerraum. Genau. Und wir befinden uns jetzt eben in der Zeit, wo in Daniel 11, Vers 1 Gabriel dem Daniel sagt, dass er Darius den Meder gestärkt hat und ihm geholfen hat. Okay, gehen wir zurück zu unseren Notizen. Also gehen wir weiter zu Vers 2. Und jetzt sagt Gabriel, und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen, und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Und das ist eigentlich alles, was jetzt noch über das persische Reich gesagt wird. Er sagt, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und dann ist natürlich die Frage, zu welcher Zeit befindet sich Daniel? Und er befindet sich in seiner Zeit natürlich schon zur Zeit von Kyros. Also das sehen wir in Daniel 10, Vers 1. Da hat er gesagt, Daniel 10, Vers 1, im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel dieses Gesicht offenbart. Also er befindet sich schon hier zur Zeit des Kyros und Gabriel sagt ihm jetzt, es werden aber noch drei Könige kommen und dann noch ein vierter, der so ein ganz großer und reicher sein wird. Und da müssen wir jetzt einfach in die Geschichte gehen und schauen, welche Könige das waren. Ich habe das hier einfach mal aufgelistet. Wir müssen jetzt nicht groß ins Detail gehen, aber ihr habt jetzt einfach mal die Übersicht für euch. Also hier nochmal ganz oben seht ihr Darius der Meder, der mit 62 Jahren das Reich empfangen hat. Das hatten wir gerade. Dann Kyros der Zweite in der Geschichte genannt oder auch Kyros der Große. Das sind zwei verschiedene Namen, der dann 538 oder 539 Babylon erobert hat, aber erst zwei Jahre später selber König wurde. Von ihm kann man auch die Geschichte lesen in Jesaja 44 und 45. Das wurde ja angekündigt schon ca. 150 Jahre vorher, dass Kyros kommen würde und Babylon erobern würde und bewirken würde, dass die Hebräer aus der Gefangenschaft wieder zurückgehen dürfen nach Jerusalem. Dieses Werk von Kyros des Großen wurde schon vorhergesagt von Jesaja. Dann haben wir von ihm gelesen hier in Daniel 5. Und er hat auch dieses erste Dekret erlassen, dass der Tempel in Jerusalem gebaut werden darf und dass die Hebräer zurückgehen nach Jerusalem. Das ist so die Geschichte von Kyros dem Großen. Und jetzt hat er gesagt, nach ihm werden noch drei weitere Könige kommen und noch ein vierter. Und deswegen habe ich die nächsten mal hier nummeriert mit 1, 2, 3, 4. Der nächste nach Kyros hieß Kambyses, aber in der Bibel wird er Ahasveros genannt. Also die Juden vor allem kannten ihn unter dem Namen Ahasveros.
Und der wird zum Beispiel erwähnt in Esra 4, Vers 6. Er hat dann von 529 bis 522 regiert in Persien. Nach ihm kam eine ganz kurze Herrschaft von dem sogenannten Pseudo-Smerdis oder auch der falsche Smerdis genannt. Das liegt daran, dass es einen echten Smerdis gab und dieser hier hat sich diesen Namen und den Thron damit erschlichen. Aber er hat auch nur 8 Monate geherrscht, also nicht lange, dann wurde er schon wieder abgesetzt. Er wird auch erwähnt in Esra 4 in Vers 7. Dann haben wir als dritten Darius, den kennt man schon wieder etwas besser, auch Darius der Große genannt in der Geschichte. Er war der nächste König und er hat das zweite Dekret erlassen, was eigentlich nur eine Bestätigung des ersten Dekrets von Kyros war, dass sie den Tempel weiterbauen dürfen. Das wurde 519 dann erlassen. Er ist erwähnt in der Geschichte von Esra 4, 24 bis Kapitel 6, 15. Und dann kommen wir zu diesem vierten König. Und erinnert euch, er hat ja gesagt, der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Also der vierte muss jetzt großen Reichtum haben und ein großes Heer aufstellen gegen Griechenland. Und genau das ist passiert mit dem vierten in der Reihenfolge, nämlich Xerxes. Xerxes der Erste, in der Bibel wird er wieder Ahasveros genannt. Und man kennt ihn vor allem aus der Geschichte von Esther. Also der König, der die Königin Esther dann geheiratet hat, ist dieser Xerxes. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte von den 300 Spartanern, die gegen diese übermäßige Heeresmacht der Perser gekämpft haben. Also Herodot ist ein Geschichtsschreiber, der zu dieser Zeit gelebt hat. Und wenn man seine Schriften liest, dann sagt er, das persische Heer war 5 Millionen Soldaten groß. Wenn man heutige Historiker liest, die versuchen das alles so ein bisschen zu relativieren und die sagen, naja, das war wahrscheinlich 50.000 Soldaten groß. Aber das wäre auch viel gegen 300 Spartaner. Ja, aber das einfach, damit man das mal so einordnen kann, welche Geschichte das ist. Und genau, also das ist dieser vierte, der hier erwähnt wird in Daniel 11, Vers 2. Jetzt geschichtlich kam nach diesem Xerxes auch noch ein sehr bekannter König für uns Adventisten, nämlich Artaxerxes der Erste oder in der Bibel Artasasta genannt. Und der kommt in Esra 7 vor und Esra 7 müssten wir gut kennen, denn da wird dieses dritte Dekret erwähnt. Dieses wichtige dritte Dekret, was jetzt auch die Wiederherstellung und den Aufbau Jerusalems bedeutet. Denn ab diesem Dekret sollten ja jetzt diese 70 Wochen oder die 490 Jahre für die Juden starten und die 2300 Jahre bis 1844. Ab diesem dritten Dekret. Und der König hier, der Artaxerxes, hat das erlassen. Er war König von Persien. David, du hast eine Frage? Ja. Ja, die Könige von Persien, die Xerxes, Nein, die Spartaner waren Griechen. Ja, und die sind gegen ihn gekommen. Genau, diese Spartaner, die Griechen, das war dieses kleine Heer gegen diese Übermacht von Persien. Also der persische König hier, der vierte, ist dieser Reiche, ja, der eine große Heeresmacht aufstellt, gegen Griechenland, gegen diese Spartaner, gegen diese 300 Spartaner, genau. Und dann kommt eben noch einer danach, wie gesagt, das ist dieser König Artaxerxes, der auch das dritte und später auch das vierte Dekret in Nehemia erlässt. In Daniel 11 wird er aber nicht erwähnt. Also in Daniel 11 haben wir gesehen, da wird nur noch von dem vierten gesprochen und dann, wenn wir gleich weitergehen in Vers 3, spricht es schon von Alexander dem Großen. Das werden wir gleich sehen. Es springt dann direkt zum griechischen Reich. Das heißt, in Daniel 11 werden ganze 8 weitere persische Könige ausgelassen. Es ist eine Geschichte von weiteren 100 Jahren, wo noch mehrere persische Könige kommen, aber die werden dort nicht erwähnt. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum ist das so? Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Vielleicht nur ein Gedanke dazu, ohne das jetzt näher zu studieren. Vielleicht machen wir das mal in einem anderen Studium. Und zwar, ich zeige euch das immer noch mal hier auf der Karte.
Wir haben jetzt gesehen, nach Kyros sollten also noch vier weitere Könige kommen. Die habe ich auch aufgezeichnet. 1, 2, 3, 4, also Kambyses, Ptolemäus, Meros, Darius und Xerxes. Xerxes war dieser Große, der gegen die Spartaner gekämpft hat. Dann kommt noch Artaxerxes. Er hat das dritte Dekret erlassen. Also Kyros hat das erste erlassen, dieser Darius hier das zweite und der Artaxerxes hier das dritte Dekret. Hier beginnen jetzt die 2300 Jahre oder die 70 Wochen der Juden. Und dann kommen noch hier weitere acht persische Könige. Also von 424 vor Christus bis 331 vor Christus geht noch ganze persische Geschichte weiter. Und die Frage ist natürlich, warum erwähnt jetzt die Bibel nur noch in Daniel 11 diese vier Könige bis Xerxes? Und das hängt mit der Zahl 4 zusammen. Also jetzt muss man sich fragen, ja, warum die Zahl 4? Und wir werden sehen, das spielt eine große Rolle in der Bibel, die Zahl 4. Und zwar hat die Zahl 4 mit der Gnadenzeit zu tun, bis zu welcher jemand Zeit hat, seine Sünden voll zu machen. Also wenn man generell mal die Zahl 4 in der Bibel studiert, was ist die erste Erwähnung der Zahl 4 in der Bibel überhaupt? Der vierte Schöpfungstag, richtig? Der vierte Schöpfungstag. Und was wurde am vierten Schöpfungstag geschaffen? Sonne, Mond und Sterne. Wofür? Wofür hat Gott die geschaffen? Was steht da in der Bibel? Ja, dass sie Licht geben und zur Bestimmung von Zeiten. Und was hier ausgedrückt wird, und das sehen wir immer wieder in der Bibel, ist, dass nach einer Abfolge von vier Schritten eine Gnadenzeit abgelaufen ist. Zum Beispiel in 1. Mose 15 wird dem Abraham gesagt, dass den Amoritern, also diesem heidnischen Volk, eine Gnadenzeit gegeben wird bis in die vierte Generation. Ja, also diese vierte Generation ist ein wichtiges Symbol in der Bibel. Und so haben wir übrigens auch Belsazar war der vierte König in Babylon. Während diesen 70 Jahren haben genau vier Könige regiert und als Belsazar das Maß voll gemacht hat, hat sein Reich geendet. Es gibt insgesamt vier Königreiche in der biblischen Prophetie, richtig? Und wenn das letzte, das vierte, das Maß voll macht, richtet Gott sein Reich auf und das war's. Und diese vier, könnt ihr mal studieren, kommen immer wieder in der Bibel vor. Und es ist immer verknüpft mit diesem Gedanken, dass das die Zeit ist, wo Gott die Zeit gibt, entweder umzukehren zu ihm oder bis sie das Maß voll machen. Und was das uns sagt, ist, dass bereits hier bei Artaxerxes, als er dieser große, reiche, stolze König war, das Maß voll gemacht hat. Und ab da war das Schicksal von Persien besiegelt. Und deswegen erwähnt die Bibel auch nicht mehr die restlichen Könige. Weil Gott hat nichts mehr in ihnen gewirkt. Das Reich als Nation hat bereits das Maß an Sünden voll gemacht. Und wir werden gleich sehen, in Griechenland ist es genau dasselbe. Da kommt auch wieder die Zahl 4 vor, nämlich diese vier Köpfe, diese vier Hörner. Also in jedem der vier Reiche sehen wir diese Abschnitte von vier. Wir haben vier Könige in Babylon, diese vier in Persien werden erwähnt, gleich dann die vier Hörner oder Köpfe in Griechenland. Und dann fragt man sich ja, was ist mit Rom? Wo finden wir da die vier? Ich habe es nicht gefunden, aber es ist selbst der vierte. Es ist selbst der vierte. Das ist das vierte Reich an sich. Ja, also es ist schon sehr interessant, wenn man das sich mal anschaut. Also ihr könnt dann noch zum Beispiel in Hesekiel 8 und 9, da in Hesekiel 8 werden vier Gräuel aufgezählt, bis sie die Sonne anbeten und dann in Hesekiel 9 kommt das Gericht. Also immer wieder diese vier Schritte oder vier Generationen. Auch in Joel 2 wird das erwähnt. Ja, da sind vier Generationen, wo die Heuschrecken kommen und alles zerstören. Und dann gibt Gott wieder Herstellung. Okay, also so viel zu der Frage, warum da jetzt nur vier erwähnt werden. Aber die Bibel sagt ja selber, dass danach noch Könige kommen. Zum Beispiel Artaxerxes, also der fünfte sozusagen, ist ja in Esra zum Beispiel erwähnt. Also die Bibel sagt nicht, dass es danach keine Könige geben würde. Aber in Daniel 11 sagt die Bibel,
oder erwähnt nur diese vier, um eben diesen Punkt zu machen, dass jetzt das Maß voll ist. Okay, also gehen wir jetzt weiter und jetzt kommen wir zu der Zeit von Griechenland. Daniel 11, Vers 3 und 4. Da heißt es, es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Und warum wissen wir, dass jetzt hier der Übergang zu Griechenland ist? Nun, wir gehen zurück zu Daniel 8. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten das in den letzten Vorträgen gesagt, Daniel 11 ist eigentlich eine tiefere Erklärung von Daniel 8. Auch von Daniel 7 und Daniel 2 natürlich, weil alle diese Geschichten genau dieselbe Geschichte erzählen. Also gehen wir nochmal hier zu Daniel 8 und schauen, wie hier Griechenland beschrieben wird. Und da werdet ihr jetzt dieselbe Beschreibung finden. Daniel 8, Abvers 5, da heißt es, während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und diese vier Himmelsrichtungen ist genau das, was wir in Daniel 11 gelesen haben. Ja, dass das Reich zerteilt wird nach den vier Himmelsrichtungen. In Daniel 8 wird gesagt, das große Horn zerbricht, danach kommen vier Hörner und die gehen nach den vier Himmelsrichtungen. Und uns wird ja gesagt, hier dann auch ab Vers 20 in der Erklärung, dass der Widder die Meder und Perser darstellt und der Ziegenbock ist der König von Griechenland und das große Horn, das der Ziegenbock zuerst hat, ist der erste König. Und dann guckt man geschichtlich einfach, wer war der erste König von Griechenland, der dieses riesige Reich aufgerichtet hat. Und das war Alexander der Große. Und dann heißt es in Vers 22, dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Also hier wird vorausgesagt, dass Alexanders Reich, wenn er stirbt, wenn dieses Horn zerbricht, wird danach ein viergeteiltes Reich bestehen. Das ist hier die Vorhersage. Und da wollen wir uns gleich anschauen, was genau da in der Geschichte passiert ist und wie wir das mit dieser prophetischen Vorhersage in Übereinstimmung bringen können. Wir werden sehen, das ist gar nicht so einfach, weil das eine ziemlich wirre Geschichte ist. Aber dazu gleich mehr. Auch in Daniel 10 wird dieser Übergang von Persien nach Griechenland schon beschrieben, nämlich dass nach Persien Griechenland kommt. In Daniel 10, Vers 13 hat Gabriel gesagt, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Und dann sagt er noch in Vers 20, nun will ich wieder hingehen und mit den Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Also was wird hier beschrieben? Gabriel, der Engel, sagt, er hat an dem König von Persien oder an dem Fürst von Persien gewirkt. Er hat mit ihm gerungen, gekämpft. Und dann ist Michael, welcher Christus ist, gekommen und hat den Sieg errungen. Und dann sagt Gabriel am Ende, ja, ich muss jetzt noch weiter mit Persien, mit dem Fürst von Persien kämpfen, aber irgendwann werde ich weggehen von den Fürsten von Persien und mich nicht mehr um sie kümmern, denn, was haben wir gesagt, irgendwann haben sie ihr Maß voll gemacht und es bringt nichts mehr an ihnen zu wirken. Er wird von ihnen ausziehen und geht jetzt über zum nächsten Reich, um an ihnen zu wirken, um sie zur Umkehr zu bewegen. Denn als nächstes kommt der Fürst von Griechenland und das fängt an mit Alexander dem Großen. Und ich habe noch ein Zitat gefunden von Ellen White, wo sie tatsächlich bestätigt, dass mit dem Fürst von Persien
wirklich Kyros gemeint ist. Ich habe lange geglaubt, dass hier Satan gemeint ist, mit dem Gabriel hier gerungen hat. Aber tatsächlich sagt Ellen White, dass es wirklich Kyros war. Und es waren eben sowohl die guten Engel als auch die bösen Engel, die versucht haben, Kyros zu bearbeiten, jeweils ihren Willen durchzusetzen. Also einmal, dass Kyros dieses Dekret erlässt, dass Gottes Volk nach Hause gehen kann. Da haben die guten Engel dran gewirkt und die bösen Engel haben das natürlich versucht zu verhindern. Und sie beschreibt das hier im 11. Manuscript Release. Sie sagt, wir lesen wieder in Daniel und dann zitiert sie auch Daniel 10, 12 und 13, was wir auch gerade gelesen haben. Und dann sagt sie, daran sehen wir, dass himmlische Mächte mit Hindernissen zu kämpfen haben, bevor der Plan Gottes zu seiner Zeit erfüllt wird. Der König von Persien wurde von den höchsten aller bösen Engel beherrscht. Er weigerte sich, ebenso wie Pharao, dem Wort des Herrn zu gehorchen. Gabriel erklärte, er widerstand mir 21 Tage lang. Und wer ist jetzt dieser Er? Natürlich der König von Persien, Kyros, der zwar von Satan beherrscht wurde, aber Ellen White sagt ganz klar, dieser König von Persien, Kyros, hat Gabriel 21 Tage lang widerstanden. Und damit war Kyros der Fürst des Königreichs Persien. Und dann heißt es aber, Michael kam ihm zu Hilfe und dann blieb er bei den Königen von Persien, hielt die Mächte in Schach und gab rechten Rat gegen bösen Rat. Ja, die guten Engel geben guten Rat, die bösen Engel geben bösen Rat und so findet dieser Kampf hinter den Kulissen statt und sie wirken an dem Geist der Könige, damit sie das Richtige tun. Okay, also wir haben auch gelesen jetzt in Daniel 11, Vers 3 über Alexander den Großen. Ja, er ist ein tapferer König, er wird auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Und hier möchte ich auch kurz einen Punkt machen, damit wir so ein bisschen verstehen, warum jetzt überhaupt diese Geschichte erzählt wird in Daniel 11. Und hier wird besonders hervorgehoben, dieser Aspekt, dass dieser König, der da kommt, tun wird, was ihm gefällt. Jetzt, warum ist das wichtig? Versetzen wir uns nochmal in die Position von Daniel oder von Daniels Volk. Sie kennen ja die Prophezeiung, dass sie wieder nach Hause gehen können, dass sie wieder einen König haben werden, dass alles wiederhergestellt wird, was sie verloren haben. Das haben wir schon studiert. Ne? Das ganze Buch Daniel ist eine Geschichte der Verheißung Gottes, alles wiederherzustellen. Den Tempel, ja, das Heiligtum, das Königreich, das Volk und den König, alles soll wiederhergestellt werden. Und so warten sie jetzt natürlich auf den König, der das erfüllt. Ja, und jetzt geht Daniel 11 durch die Geschichte. Und dann sagt er, da kommt ein König, ein großer, tapferer König, der wird ein großes Reich gründen. Und man könnte schon fast denken, dass Daniel überlegt, naja, ist das vielleicht der König? Aber er sagt, dieser König wird tun, was ihm gefällt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Denn das war auch das Problem des Volkes selbst, warum sie die Herrschaft verloren haben. Ja, in Richter 21 gibt es diesen interessanten Vers, Richter 21, 25. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Jeder hat einfach getan, was er wollte. Jeder tat, was ihm gefällt. Und das war die dunkelste Zeit in Israel. Und auch in Daniel 11, das werden wir dann in späteren Studien noch sehen, sehen wir, dass auch Gottes Volk diese Lektion während langer Zeit nicht gelernt hat. In Daniel 11, Vers 14 wird kurz Gottes Volk erwähnt und sie werden hier als gewalttätige Leute aus deinem Volk bezeichnet, die sich erheben, um die Weissagung zu erfüllen. Das heißt, sie kennen die Prophetie, ja, dass sie wieder ein großes Reich werden sollen mit einem König und so weiter. Aber sie versuchen das jetzt per Gewalt zu erreichen. Und dann steht, sie werden fallen, weil es nicht die Art und Weise ist, wie es Gott gefällt. Gott hat eine Art und Weise, wie er möchte, dass sein Reich hergestellt wird. Und hier sehen wir, dass das Volk selbst das noch nicht gelernt hat. Dazu werden wir aber später noch kommen. Ja, in Hebräer 3, Vers 10 und 11 heißt es, über Gott, darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das war ja ihr Ziel, dass sie in die Ruhe eingehen.
Aber sie haben Gottes Wege nicht erkannt. Sie haben seinen Willen nicht erkannt, wie sie das erreichen. Und deswegen ist auf diesem falschen Wege das auch nie zustande gekommen. Aber es sollte ja dann letztendlich einer kommen, der das erfüllt. Der echte König, der echte Messias. Und wie hat dieser echte Messias, nämlich Jesus, gehandelt? Ja, das Beste, was man vielleicht anführen kann, ist in dem Garten Gethsemane, wo er gebetet hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat gesagt, ich tue nicht, was mir gefällt, sondern ich tue das, was Gott gefällt. Ja, Alexander der Große, von ihm hieß es, er tat, was ihm gefällt. Aber wenn der echte König kommt, nämlich Christus, er tut nicht das, was ihm gefällt, sondern er sagt, Gott, dein Wille geschehe. Und weil er so handelt, wird auch sein Reich, das auf diesen Prinzipien beruht, bestehen. Also wenn wir in Daniel 8, 25 lesen, wie das letzte Reich zugrunde gehen wird, da heißt es, dass dieses letzte Reich, was nämlich Rom ist, gegen Jesus vorgeht und auch am Ende gegen Christus in seinen Nachfolgern, also in den Christen, im Volk Gottes, dann wird er am Ende zerschmettert werden, und zwar ohne Zutun von Menschenhand. Denn Gottes Prinzipien ist nicht die Verwendung von Gewalt, sondern seine Mittel, die er gebraucht, sind allein Wahrheit und Liebe und Gerechtigkeit. Und die Sünde, die die Menschen und auch die Reiche und die Herrscher begehen, birgt in sich selbst den Samen der Selbstzerstörung. Also weil sie aufgrund falscher Prinzipien handeln, richten sie sich selbst zugrunde. Und Gottes Reich wird bestehen. Wenn er sein Reich aufrichtet, macht er es nicht so wie die anderen Reiche per Gewalt, sondern es steht hier, ohne Zutun von Menschenhand wird dieses letzte Reich zerschmettert werden. Das finden wir auch schon in Daniel 2, ja, wo dieser Stein kommt und das Bild an seinen Füßen trifft und zerschmettert. Es heißt, dass dieser Berg ohne Zutun von Menschenhänden sich losriss. Damit wir ja nicht denken, dass Gott da einen Stein schleudert, was eine Gewaltanwendung wäre. Er ist der Stein. Er ist gewissermaßen der Stein. Genau. Ja, in Daniel 11, Vers 22 wird Jesus nur kurz erwähnt, ja, wo es heißt, dass er dieser Fürst des Bundes ist, der zerbrochen wird. Denn wenn er kommt, als er gekommen ist auf diese Erde, hat er nicht gekämpft, oder? Er geriet unter die Räder der Reiche und wurde selbst zerbrochen. Aber durch seinen Tod, heißt es in Hebräer 2, Vers 14, hat er den Satan besiegt am Kreuz. Nicht durch Gewalt, sondern indem er sich per selbst aufopfernder Liebe hingegeben hat. Und die Liebe, die er da demonstriert hat, das ist, was siegen wird. Und so handelt Gott. Das sind seine Prinzipien, wie er handelt. Und das finden wir dann auch am Ende von Daniel 11. Genau dasselbe Prinzip. Nämlich, wenn der König des Nordens am Ende sein Prachtzelt aufstellt, in Vers 45, und sich zwischen das Meer und den herrlichen Berg, also zwischen die Menschen der Welt und Gottes Volk stellt, dann wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Und zu jener Zeit wird der große Fürst Michael aufstehen. Das ist Christus. Und er wird kommen. Und der Nordkönig, diese letzte Macht, wird einfach sein Ende finden. Ohne Zutun von Menschenhand wird er zerschmettert werden. Also kommen wir zurück zu Alexander dem Großen. Ja, der tat, was ihm gefällt. Wir sehen, ich habe ja euch kurz aufgeschrieben, drei wichtige große Schlachten gab es, wo er Persien erobert hat, in Granicus, Issus und Abella. Und als er diese drei Schlachten gewonnen hat, war er der Herrscher des größten Reiches bis dato. Aber er hat nur knapp 10 Jahre regiert, also er war König bis 323 vor Christus und ist sehr jung gestorben. Weil jetzt hat er alles erreicht, es ging nicht weiter. Dann hat er, manche sagen, er hat sich betrunken und ist dann im Betrunkensein gestorben. Also jetzt wollen wir uns noch anschauen, wie es nach Alexander dem Großen weiterging. So, also jetzt kommen wir zu den 4 Nachfolgereichen nach Alexander dem Großen. Also lesen wir nochmal hier Vers 4. Da hieß es ja, wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen
und nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen. Und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut in Wikipedia, vielleicht habt ihr schon mal von den sogenannten Diadochen gehört oder auch die Diadochenkriege. Und die Diadochen sind einfach die Nachfolger von Alexander dem Großen. Also das Wort Diadochen heißt einfach Nachfolger. Und hier heißt es, dass es die Feldherren Alexander des Großen waren. Er war ja nicht der Einzige, der da gekämpft hat, sondern er hatte ja auch viele Generäle, ja, die, oder Feldherren, die ihm angehört haben. Und als Alexander der Große gestorben ist, haben jetzt eben diese Feldherren von ihm miteinander Krieg geführt, um das Reich Alexanders unter sich aufzuteilen. Und sie haben dann zum Teil Bündnisse geschlossen, zum Teil sich bekämpft. Und das nennt man diese insgesamt 6 Diadochenkriege. So sind sie in die Geschichte eingegangen. Und dann heißt es, danach hatte sich ein Staatensystem etabliert, das bis zum Auftreten des Römischen Reiches im östlichen Mittelmeerraum im 2. Jahrhundert vor Christus bestanden haben sollte und den Rahmen für die kulturelle Entfaltung des Hellenismus bot. Also irgendwann hat sich etwas etabliert, ein System, was letztendlich geblieben ist. Und das war dann vorhanden, bis Rom aufkam. Und hier, merkt euch mal hier, was am Ende steht. Da heißt es, dass Rom den Rahmen für die kulturelle Entfaltung des Hellenismus bot. Also Hellenismus ist nichts anderes als griechische Kultur. Ja, Hellas, Hellenismus ist eigentlich nur ein anderes Wort für Griechisch. Das heißt, und das werden wir jetzt sehen, dass wenn Rom aufkommt, da ist kein plötzlicher Übergang, wo auf einmal Griechenland aufhört und jetzt haben wir auf einmal Rom. Sondern die Bibel muss jetzt geschichtlich richtig erklären und darstellen, wie dieser Übergang von Griechenland nach Rom stattgefunden hat. Wir werden sehen, das ist gar nicht so einfach. Also schauen wir uns das mal kurz hier auf der Karte an. Und zwar, ja, als Babylon zum Beispiel unterging und Medo-Persien kam, ja, da hat Babylon aufgehört zu existieren und jetzt war Persien dran. Das war ein richtiger Schnitt. Das gleiche, als Medo-Persien aufgehört hat. Ja, da kam Alexander der Große, hat komplett Persien überrannt, hat alles erobert, dann war es vorbei mit dem Persischen Reich und jetzt war Griechenland dran. Aber jetzt wird es interessant. Ja, denn wir werden uns gleich noch näher hier mit diesen Nachfolgern von Alexander dem Großen beschäftigen. Aber was wir schon mal festhalten können, ist geschichtlich, war es jetzt nicht so, dass irgendwann Rom kam, Griechenland überrannt hat und dann war Griechenland weg und jetzt war Rom da. Sondern das ist jetzt anders. Sondern während Griechenland existiert, kommt parallel Rom langsam auf und das ist wie so ein fließender Übergang. Und auf einmal ist irgendwann Rom da und das Römische Reich. Und die Frage ist ja, und deswegen habe ich das hier auch offen gelassen, wo markieren wir eigentlich jetzt genau den Übergang, wo wir sagen, jetzt hört Griechenland auf und jetzt fängt Rom an? Wir werden gleich sehen, das ist gar nicht so einfach, das zu machen. Aber genau das beschreibt die Bibel auch. Ja, wenn wir hier diese ganz klaren Übergänge haben, wo wir sagen können, in dem Jahr, bei der Schlacht, bei dem Ereignis ist der Übergang, ist das hier gar nicht so einfach. Ihr könnt auch mal, wenn ihr das schaut, später das Video anhalten und mal überlegen, wo ihr hier den Übergang machen würdet. Ja, vielleicht kennt ihr schon ein paar Auslegungen, aber ich glaube, heute werden wir etwas sehr Interessantes hier lernen, wo wirklich dieser Übergang ist. Also, schauen wir uns das weiter an. Ich habe euch hier auch mal eine Karte einfach nochmal in die Notizen mitgepackt. Die ist einfach von Wikipedia. Hier sieht man jetzt einmal das Reich von Alexander dem Großen. Also wie es Bestand hat, als er auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Das Jahr, in dem er dann gestorben ist. Das ist praktisch das Reich, das er seinen Diadochen, seinen Nachfolgern hinterlassen hat. Ja, das Reich hier sieht man im Westen, ja, Makedonien oder Mazedonien, Griechenland, unten Ägypten.
bis hier über den ganzen östlichen Mittelmeerraum, bis hier nach Indien im Osten. Das war alles Alexanders Reich. Und dann ist hier circa 20 Jahre später, sehen wir jetzt diese Aufteilung von seinem Reich. Und da sehen wir schon, das ist jetzt so ein kleiner Flickenteppich. Das ist hier 301 vor Christus. Also, und unten links stehen dann auch diese Generäle, die jetzt diese Reiche beherrschen. Also zum Beispiel hier das größte Reich im Osten hat zu der Zeit Seleukos, das war einer dieser Generäle. Hier im Süden ist Ptolemäus in Ägypten, der hat dieses Gebiet. Dann dieses Orangene hier ist Lysimachus und hier das Grüne ist Kassander. Das sind jetzt mal so für eine Zeit vier Generäle gewesen, die das so und das sich aufgeteilt haben. Aber ihr könnt euch auch schon mal merken, hier im Westen, was hier markiert ist, das sind auch Griechen. Also hier in Italien, Sizilien, Sizilien, Sardinien, Korsika. Und das geht sogar noch weiter, also hier oben in Marseille, in Frankreich. Und wenn es jetzt noch weitergehen würde, sogar in Spanien, findet man griechische Kultur. Aber dazu später noch mehr. Jetzt hier, das ist zwar Englisch, aber ich habe das nur mal reingepackt, um euch zu zeigen, wie zum Beispiel A.T. Jones in seinem großen Geschichtswerk The Great Empires of Prophecy, also die großen Reiche der Prophetie, wie er das beschreibt. Und er sagt hier, dass nach dem Tod von Alexander 36 Generäle übrig geblieben sind erstmal. Es kann auch sein, dass das ein Schreibfehler ist, also dass es eher 26 sind, das habe ich eingefügt, weil wenn man jetzt hier unten das zählt, die Generäle, die er auflistet, kommt man auf 26 und nicht auf erst 36. Deswegen denke ich, dass wahrscheinlich 26 gemeint war. Ich habe alle Generäle hier mal fett gedruckt und die, die man vielleicht kennt, so ein bisschen aus der Geschichte, die interessant jetzt auch für uns sind, einzuordnen, sind hier unterstrichen. Also Lysimachus, Antigonus, Kassander, Eumenos, Ptolemäus, Antipater und Seleukos. Die werden gleich noch von etwas interessanterer Bedeutung sein. Also könnt ihr euch schon mal merken, das müssen wir jetzt nicht alles lesen, nur damit ihr seht hier, wie Alex Jones auch diese Generäle auflistet und wie erstmal die Situation aussah, als Alexander der Große aufgehört hat zu herrschen. Und er schreibt dann noch hier unten, ja, dass natürlich jetzt alle diese Generäle, diese führenden Generäle bereit waren, die Macht an sich zu reißen. Und alle wollten natürlich das ganze Reich haben. Und das hat natürlich, er sagt, das liegt natürlich in der Natur der Dinge, dass hier Krieg unvermeidlich war. Also in the nature of things, war was inevitable. Das hat einfach Krieg bedeutet. Jetzt wollte jeder das Reich von Alexander dem Großen. Und was ich jetzt hier euch vorstellen möchte, ist eine Auslegung, die ich auch noch gar nicht lange kenne. Und die habe ich hier aus einem Buch, was ich vor circa zwei oder drei Jahren gekauft habe, in einem adventistischen Büchershop auf der Westerwald-Freizeit. Das habe ich ganz zufällig da entdeckt, als ich da durch den Büchershop geschlendert bin. Und das hat sofort meine Aufmerksamkeit bekommen. Also das heißt hier die sieben Köpfe und zehn Hörner aus Daniel und Offenbarung von Edwin de Kock. Edwin de Kock ist ein Adventist, ein älterer schon, der auch Historiker ist. Und dieses Buch kam vor circa 10 Jahren raus. Also das ist wirklich gar nicht so alt. Ja? Und ich wollte mal sehen, was seine Auslegung ist. Vor allem der sieben Köpfe in Offenbarung 17 hat mich sehr interessiert und ich habe festgestellt, dass das eine Auslegung ist, die ich noch nie gehört habe. Er ist auch durch 10 andere Auslegungen gegangen, die ich zum Teil kannte und die er widerlegt hat. Und ich fand das so interessant, dass ich mir das Buch sofort gekauft habe, gedacht, okay, die musste mal auf den Grund gehen. Und ich möchte euch das einfach mal vorstellen, weil ich glaube, dass er hier echt eine sehr interessante Entdeckung gemacht hat, indem er nämlich geschichtliche Erkenntnisse mit einfließen lassen hat in die prophetische Auslegung, die vor 100 Jahren einfach gar nicht bekannt waren. Weil wenn man sie aber heute weiß, kann man sie eigentlich nicht auslassen. Und für mich macht diese Auslegung sehr viel Sinn, aber ich möchte das auch präsentieren für jeden, damit jeder das auch studieren kann, sich damit beschäftigen kann, das nachprüfen kann. Ich bin auch immer für Korrekturen offen, aber ich denke, das ist es wert, dass wir uns alle damit beschäftigen. Und so möchte ich auch, dass jetzt meine Geschwister verstehen, dass ich das hier präsentiere.
Und zwar ist halt ein wichtiger Teil auch in diesem Buch die Frage, wer sind jetzt genau diese vier Hörner aus Daniel 8, Vers 8, was auch die vier Teilreiche aus Daniel 11, 4 sind oder die vier Köpfe aus Daniel 7, Vers 6. Ja, was sind diese vier Gebiete oder Reiche nach Alexander dem Großen? Denn immer wieder in der Offenbarung werden diese vier erwähnt oder auch in Daniel. Also in Daniel 7, Vers 6 ist Griechenland ja dieser Panther oder der Leopard. Und da heißt es, dass er vier Köpfe hatte. Ja, in Daniel 8, Vers 8 ist Griechenland der Ziegenbock. Und da heißt es, dass nach diesem großen ersten Horn vier ansehnliche Hörner kommen, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und in Daniel 11, Vers 4 heißt es über Griechenland, dass Alexanders Reich zerbricht und aufgeteilt wird nach vier Himmelsrichtungen. Und die Frage ist, wer genau sind jetzt diese vier Reiche? Und wie gesagt, später werden wir auch noch sehen, dass es für Offenbarung 17 sehr entscheidend ist, hier die richtige Auslegung zu haben. Jetzt die gängige Interpretation, die ich auch kenne, ja, und die, denke ich, jeder kennt, der Adventist ist und Uriah Smith gelesen hat, Uriah Smiths Daniel und Offenbarung, ist folgende. Und zwar ist die gängige Interpretation für diese vier Hörner oder vier Köpfe, dass das vier dieser Generäle sind, die nach Alexander dem Großen kamen. Und zwar die Generäle namens Kassander, Lysimachus, Seleukos und Ptolemäus, die zu einer bestimmten Zeit vier Teile von Alexanders ehemaligem Reich unter sich aufgeteilt hatten. Jetzt möchte ich euch aber zeigen, dass es ja gewisse Probleme gibt mit dieser Auslegung. Und zwar, wenn wir uns jetzt einfach mal Geschichte angucken, was passiert ist. Wir haben eben schon gesehen, als Alexander der Große gestorben ist, 323, ja, A.T. Jones hat gesagt, da gab es sogar 26 Generäle erstmal, die jetzt angefangen haben zu kämpfen. Und erstmal war es nicht so, dass diese vier Generäle, von denen wir gerade gelesen haben, dann alles unter sich aufgeteilt haben. Sondern erstmal für wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre haben fünf Generäle das Reich unter sich aufgeteilt. Und das waren Antipater, Lysimachus, Antigones, Eumenes und Ptolemäus. Weitere 10 Jahre waren es immer noch fünf, nur haben sich jetzt die Namen leicht geändert. Jetzt war es Kassander und Lysimachus und Antigonus und Seleukos und Ptolemäus. Also immer noch fünf und wir sind jetzt schon 20 Jahre nach dem Tod von Alexander. Und dann kommt diese Viererkonstellation, die wir eben gelesen haben, die zum Beispiel auch Uriah Smith in seinem Buch darlegt. Nämlich die vier Generäle Kassander, Lysimachus, Seleukos und Ptolemäus. Jetzt haben wir diese vier Generäle, aber auch diese Konstellation hat nur 20 Jahre bestanden. Nämlich dann wurde Lysimachus besiegt von Seleukos. Das heißt, Lysimachus war weg, Kassander auch, beziehungsweise sein Reich hieß jetzt das Antigonitenreich. Aber ab 281 gab es jetzt nur noch drei Generäle, die Alexanders ehemaliges Reich unter sich aufgeteilt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum würde die Bibel ja diesen Abschnitt von 20 Jahren, wo jetzt mal halt vier geherrscht haben, herausgreifen als diese vier Köpfe Griechenlands und die vier Hörner? Und ich möchte euch zeigen, dass es noch mehr Probleme mit dieser Auslegung gibt. Und zwar also ihr habt das dann auch alles in den Notizen. Also eins habe ich euch jetzt gerade schon gesagt. Ja, das erste Problem dieser Interpretation ist die Anzahl und Dauer der Reiche. Ja? Also erst waren es lange Zeit fünf, dann waren es mal für 20 Jahre vier Generäle, ja, aber dann waren es die längste Zeit drei. Also warum sollte diese kurze, vorübergehende Konstellation von vier Herrschern als die Erfüllung der Prophetie herausgegriffen werden? Das ist das erste Problem, ja, was mit dieser Auslegung hier ein bisschen hapert. Zweites Problem. Rom entsteht laut der Bibel in einer griechischen Umgebung. Und zwar, wenn ihr lest in Daniel 8, Vers 9, ja, wo jetzt
das kleine Horn beschrieben wird. Und von dem kleinen Horn, das setze ich jetzt einfach mal voraus, wissen wir, es ist Rom. Ja, auch in Daniel 7, das kleine Horn auf dem vierten Tier, ist am Ende Rom. Ja. Und hier wird eben beschrieben, dass Rom beginnt in Daniel 8, Vers 9. Und in Vers 9 heißt es, und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und das herrliche Land. Also, das kleine Horn Rom wuchs aus einem von ihnen. Aus einem von was? Und dann müssen wir im Vers vorher lesen. Aus einem der vier Hörner Griechenlands. Ja, wenn man jetzt sagt, ja, das, und da müssen wir jetzt uns diese Karte hier anschauen. Wenn man jetzt sagt, dass diese vier Hörner, diese vier Generäle sind, müssen wir gucken, wo haben die geherrscht? Und die haben alle hier in diesem eher östlichen Bereich geherrscht. Ja? Also fangen wir unten an, Ptolemäus, der war hier unten in Ägypten. Ja, das waren die Ptolemäer. Seleukus, der war hier. Ja, Kleinasien, Syrien, Mesopotamien, hatte dieses ganze Gebiet, auch hier ganz im Osten. Und Lysimachus und Kassander, das war hier im Norden, also Mazedonien, Thrakien ist hier noch, also dieses Gebiet. Das und hier und hier. Das war das Reich von Alexander dem Großen. Weiter westlich ging Alexanders Reich nicht. Das heißt, wenn hier das Gebiet dieser vier Generäle war, und jetzt heißt es aber Rom, das kleine Horn wächst auf einem dieser vier Hörner. Wie können wir dann sagen, ja, dass Rom hier ist? Wie sollen wir das jetzt zusammenbringen, wenn das hier nie Teil von Alexanders Reich war? Versteht ihr das Problem? Jetzt, was viele machen, um das zu lösen, sie sagen, hahaha, in Vers 8 steht ja, dass die vier Hörner zu den vier Himmelsrichtungen gewachsen sind. Ja, was sind die vier Himmelsrichtungen? Norden, Süden, Westen, Osten. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, dass das kleine Horn nicht aus einem der Hörner, sondern aus einem der Himmelsrichtung kommt, und man sagt, das ist die Himmelsrichtung Westen, dann könnte man ja sagen, ja, es kam hier aus Westen. Ja, und dann versuchen manche auch jetzt mit so grammatikalischen Argumenten zu sagen, naja, das Horn wächst wirklich aus einer Himmelsrichtung und nicht aus einem Horn. Weil sie eben genau wissen, dass es nicht aus einem dieser Hörner gewachsen sein kann. Und so sagen sie eben, okay, aus der westlichen Himmelsrichtung. Aber wir müssen einfach sagen, dass der Kontext ganz klar das Horn mit den Himmelsrichtungen verknüpft. Ja, wir können das nicht voneinander trennen. Und wir werden sehen, dass man das auch gar nicht trennen muss, weil es eine wunderbare Lösung dafür gibt. Also kommen wir zum dritten Problem. Rom kommt laut der Bibel noch zur Zeit aller vier Hörner auf. Also wenn ihr mal lest in Daniel 8, Vers 23, jetzt in der Erklärung zu dem kleinen Horn, Daniel 8, Vers 23, da heißt es, aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Dieser freche und listige König ist das kleine Horn. Und wenn da steht, am Ende ihrer Regierung, dann meint das am Ende der Regierung dieser vier Herrscher, dieser vier Hörner. Das wird aus Vers 22 klar. Ja, Vers 22, dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen. Und am Ende dieser vier Königreiche kommt das kleine Horn. Aber wenn wir jetzt schauen in die Geschichte, wann kommt Rom auf? Das erste Mal so wirklich 212. Da beginnt Rom seine Eroberungsfeldzüge sich auszudehnen. Ja, es erobert als erstes Sizilien hier. Aber das ist zu einer Zeit, wo diese Viererkonstellation jahrzehntelang vorbei ist. Das heißt, wenn man sagt, am Ende ihrer Regierung kommt Rom, dann passt das einfach nicht. Das ist eine riesenzeitliche Lücke. Ein weiteres Problem mit dieser Auslegung. Und es gibt noch ein viertes Problem. Rom expandiert sein Reich laut der Bibel zuerst Richtung Süden. Und das sehen wir, haben wir gerade auch gelesen in Daniel 8, Vers 9 über das kleine Horn. Ja, in Daniel 8, Vers 9 heißt es, wenn dieses kleine Horn jetzt aus einem der vier Hörner herauswächst, dann tut es außerordentlich groß gegen den
Süden, ja, als erstes Süden und dann gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Also in der bisherigen Auslegung musste man diese Reihenfolge immer vertauschen. Also das kleine Horn expandiert sein Reich, laut Daniel 8, Vers 9, zuerst Richtung Süden, dann Richtung Osten. Aber jetzt haben wir wieder das Problem von Alexanders ehemaligen Teilreichen, wurden als erstes Mazedonien und Syrien erobert. Also wenn man sich jetzt fragt, ja von diesen ganzen Gebieten, die diese vier Generäle erobert hatten, ja, also Ägypten, Syrien, Mazedonien, was davon hat Rom als erstes erobert? Mazedonien, das liegt leider im Osten. Aber warum sagt dann die Bibel, dass es zuerst nach Süden gegangen ist? Es ist tatsächlich so, zuerst hat Rom von diesen Teilreichen erst Mazedonien erobert, dann Syrien und als letztes Ägypten. Ja, haben wir auch hier Mazedonien, ja, dann Syrien, dann Ägypten. Das waren die Eroberungsfeldzüge. Und erst Ägypten liegt im Süden, also eigentlich als letztes. Und das ist hier jetzt auch das Problem. Also wir sehen vier Probleme mit dieser Auslegung, die einfach nicht passen. Und jetzt kommt eben dieser geniale Vorschlag von diesem Autoren hier, der dieses Buch geschrieben hat. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, weil das bringt wirklich sehr viel Licht in das Ganze. Also was ist die Lösung all dieser Probleme? Das Einbeziehen von Magna Graecia. Deswegen habe ich auch hier drunter geschrieben, plus Magna Graecia. Jetzt, was ist Magna Graecia? Magna Graecia ist ein Gebiet, was hier den Raum von vor allem Italien und Sizilien beschreibt. Dazu gehören aber auch, wie wir vorhin gesehen haben auf der Karte, Teile von Frankreich, hier Marseille und sogar Teile von Spanien. Und zwar ist das ein Gebiet, in dem sich auch die griechische Kultur niedergelassen hat. Und zwar seit langem. Aber der Punkt ist, das weiß man noch nicht so lange. Erst wirklich neuere Forschung in den letzten Jahrzehnten haben das wirklich so klar zum Vorschein gebracht. Damit will ich sagen, ja, Uriah Smith zum Beispiel, in seinem Versuch, hier eine richtige Auslegung zu geben und dann diese vier Generäle herauszugreifen, hat das Beste getan, was er konnte, mit dem Material, was er hatte von Historikern. Damals war das einfach nicht bekannt. Aber heute ist das gängige Geschichtsschreibung. Ja, ihr könnt das bei Wikipedia eingeben. Das ist völlig klar heute, dass es einen großen, auch bedeutenden und einflussreichen griechisch-kulturellen Bereich gab. Ja, das waren nicht ein paar kleine Dörfer oder so. Das war richtig griechische Zivilisation. Große Städte mit großem Einfluss. Aber dieser Teil hat nie zu Alexanders Reich gehört. Und es wäre jetzt mit dieser Erkenntnis fast schon seltsam, wenn die Bibel das nicht mit einbeziehen würde. Als Teil des Leoparden, ja, als Teil des Ziegenbocks. Denn bei diesen Tieren geht es ja um den ganzen griechischen Körper, das ganze griechische Volk. Und heute weiß man, geschichtlich würde es absolut keinen Sinn machen, das auszuklammern. Also schauen wir uns mal an, ja, dass die Bibel selbst wirklich erlaubt, diesen Bereich hier mit einzubeziehen. Denn die Lösung ist tatsächlich, dass diese vier Reiche, um die es jetzt geht, die wir ja finden müssen, was sind diese vier Hörner oder vier Köpfe, sich nicht nur auf Alexanders ehemaliges Reich beziehen, sondern auf den gesamten griechischen Raum. Und dass die Bibel auch diese Auslegung erlaubt, schauen wir uns kurz nochmal an. Geht nochmal zu Daniel 8 in die Erklärung der Vision ab Vers 21. Und wir können uns das hier auch in den Notizen anschauen. Hier, Daniel 8, Vers 21 und 22, da heißt es, der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Jetzt könnte man ja sagen, okay, der Ziegenbock, der da kommt, ist Alexander der Große, weil das ist ja der König, oder? Und dann geht es doch nur um sein Reich. Aber hier heißt es, das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König.
Also das Horn ist Alexander, nicht der ganze Ziegenbock. Und dann heißt es in Vers 22, dass es das Horn aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden. Doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Also die Bibel sagt nicht, dass das große Horn in vier Teile zerbrach und diese vier Teile waren jetzt diese vier Reiche, oder? Also dass sozusagen nur sein Reich jetzt in vier Teile ist, sondern sein Horn wird weggenommen, aber aus dem Ziegenbock, ja, aus dem Volk kommen die vier Reiche. Da kommen vier neue Hörner. Und dann muss man natürlich jetzt das ganze Volk mit einbeziehen. Ja? Und natürlich kennen wir das auch schon aus Daniel 7, ja, dass ein König, also dass ein Tier nicht nur den König bedeutet, sondern das ganze Königreich. Genau, ich habe es dir nochmal aufgeschrieben. Westlich von Alexanders Reich in Italien, Sizilien, sogar bis in Teile Frankreich und Spanien gab es ebenfalls eine bedeutende griechische Zivilisation, welche nie zu Alexanders Reich gehörte. Und dieses Gebiet wird Magna Graecia oder Großgriechenland genannt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie jetzt diese Probleme, die wir gerade gesehen haben, alle gelöst werden durch das Miteinbeziehen von diesem griechischen Gebiet, von Magna Graecia. Und zwar, ja, das erste Problem war die Anzahl und Dauer der Reiche. Aber was wir jetzt sagen ist, wir nehmen einfach das Endergebnis der Konstellation, nachdem wir alles ausgefochten haben. Ja? Also wir hatten ja die Diadochenkriege und irgendwann haben wir auch gelesen, bei Wikipedia hat sich ein System etabliert. Das waren aber leider nur drei, wie wir gesehen haben. Aber wenn man zu diesen dreien jetzt noch Magna Graecia hinzuzählt, haben wir vier. Das heißt, wir haben die Antigoniden im Norden, wir haben die, oder im Westen eher gesagt, hier, wir haben die Seleukiden hier im Norden, ja, und dann haben wir die Ptolemäer hier im Süden. Aber zu diesen dreien kommen wir jetzt hier noch weiter westlich Magna Graecia. Und somit haben wir jetzt also von Alexanders Startpunkt aus gesehen, er kam ja aus Mazedonien, ja, haben wir jetzt diese vier Himmelsrichtungen. Ja, sein eigenes Reich und dann Osten, Süden, Westen und das würde da im Norden liegen. Und so haben wir jetzt diese vier Reiche. Also die Anzahl stimmt jetzt. Dann das zweite war, Rom entsteht in einer griechischen Umgebung. Und das passt jetzt auch. Denn jetzt wissen wir ja, dass Italien griechisch war. Und so passt jetzt auch die Aussage, dass dieses kleine Horn auf einem griechischen Horn wächst, ja, aus einem der vier griechischen Hörner wächst Rom heraus. Und wenn das jetzt eins dieser vier Hörner ist, dann macht das auch Sinn, dass Rom da herauswächst. Das dritte Problem war, dass Rom zur Zeit aufkommt, wo alle vier Hörner bestehen. Und auch das passt jetzt. Denn jetzt haben wir die drei und Magna Graecia. Und wenn Rom seine Eroberungsfeldzüge beginnt, bestehen auch alle diese vier Hörner. Und Rom expandiert auch tatsächlich zuerst nach Süden. Denn die Geschichte sagt, dass als Rom seine Eroberungsfeldzüge startete, ist es zuerst nach Sizilien gegangen und dann sogar noch weiter nach Karthago in Afrika. Das war die erste Richtung, in die Rom sein Gebiet erweitert hat und es war nach Süden, genau wie die Prophetie sagt. Und dann erst nach Osten, nämlich Mazedonien und Syrien und dann erst in das herrliche Land, was Israel war. Das war dann 63 nach Christus und dann noch Ägypten. So. Aber wie gesagt, natürlich gehen sie am Ende auch nochmal nach Süden, aber sie sind ja schon am Anfang nach Süden gegangen. Und deswegen stimmt jetzt die Reihenfolge absolut, wie sie auch in Daniel 8, Vers 9 steht. Erst nach Süden, also Sizilien und Karthago, dann nach Osten, nach Mazedonien und Syrien und dann ins herrliche Land 63. Ja. Und dass sie später auch nochmal nach Ägypten gegangen sind, in den Süden, ist mit diesem Vers gar nicht gemeint. Aber jetzt stimmt auch diese Reihenfolge wieder.
Und jetzt wollen wir uns natürlich zum Schluss noch mal genau vergegenwärtigen, was diese Auslegung eigentlich bedeutet. Wir müssen hier ja auch immer noch die Lücke schließen, wann jetzt der Übergang ist zwischen Griechenland und Rom. Und wie wir jetzt gesehen haben, ja, ist es ja ein langer Prozess, wo Rom jetzt Stück für Stück Griechenland erobert. Ja, über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dauert das. Und die Frage ist, wo fängt Rom jetzt wirklich an? Ja, fängt Rom jetzt hier an, mit dem ersten Eroberungsfeldzug, oder wann? Wann wollen wir jetzt den Beginn Roms festlegen? Wann legt die Bibel den Beginn Roms fest, dieses Vierten Reiches? Das ist die Frage. Jetzt vielleicht noch mal kurz, was Uriah Smith sagt. Er sagt zum Beispiel, sobald Rom diese drei Reiche aus Daniel 8, Vers 9 erobert hat, also Süden, Osten und das herrliche Land. Das heißt, sobald Rom die Ursprungsgebiete von Alexander dem Großen erobert hat, dann ist Rom etabliert, das sagt er. Und das wäre dann nach seiner Auslegung 30 vor Christus, als er auch Ägypten erobert hat. Dann hat er nach seiner Sicht sowohl hier Mazedonien und Syrien und Ägypten und dann hat Rom es geschafft und damit würde Rom jetzt hier beginnen, 30 vor Christus. Jetzt haben wir aber gesehen, dass Rom tatsächlich ein Auswuchs bzw. eine Fortsetzung eines der vier Hörner Griechenlands ist. Ja, also eines der vier griechischen Teilreiche, nämlich von Magna Graecia. Und das war nie Teil von Alexanders Reich. Und dieser Teil Griechenlands ist nicht von Rom beseitigt worden, wie wir uns das vorstellen, sondern es existierte in der Form Roms weiter. Und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, ja, dass Rom das Kind Griechenlands ist, das kulturelle, sprachliche, religiöse, philosophische Kind Griechenlands. Man muss sich das so vorstellen, ja, die Römer haben den Rahmen geboten, staatlich, organisatorisch, ja, die konnten gut bauen, das waren praktische Menschen, ja, die haben Straßen gebaut, die haben eine Infrastruktur gegeben, die haben ja Sachen geregelt und organisiert, aber der Inhalt, ja, alles, was die Sprache, die Kultur, die Philosophie ausmachte, die Religion, das war durch und durch griechisch. Und deswegen haben wir auch in Wikipedia gelesen, ja, dass Rom den Rahmen für die Ausbreitung des Hellenismus bot. Denn in dieser Hinsicht ist Griechenland überhaupt nicht untergegangen, sondern konnte durch Rom sogar sich noch weiter ausbreiten. Und diese geschichtliche Tatsache versucht auch die Bibel hier klarzumachen, dass nämlich Rom eigentlich ein Wachstumsfortsatz dieses griechischen Horns ist. Und man kann sich das auch so vorstellen. Stellt euch vor, zum Beispiel, das wäre jetzt ein Glas, ja, und da ist Wasser drin. Und ich halte euch das hin und sage, was ist das? Ja, und einer würde vielleicht sagen, na Wasser. Und ein anderer würde sagen, das ist ein Glas. Es ist ein Wasserglas, aber irgendwo sind es zwei verschiedene Sachen, aber es ist trotzdem eine Einheit, es ist ein Wasserglas, oder? Und was sage ich jetzt? Ist es ein Glas oder ist es Wasser? Es ist beides, oder? Und genauso ist es auch hier. Rom ist das Glas, aber Griechenland ist das Wasser. Es ist eine Sache, sie gehören zusammen. Ja, Griechenland ist der Inhalt. Und dann ist natürlich die Frage, warum macht die Bibel das und was will die Bibel uns hier erklären? Also der Punkt ist, dieses vierte Horn Griechenlands mit seinem römischen Auswuchs überlebte ja dadurch noch weiter als 30 vor Christus. Das heißt, wir müssen das so vorstellen, Rom wächst jetzt aus diesem griechischen Horn und in dieser Gemeinsamkeit besiegt Rom jetzt zwar diese drei Hörner, aber das selber existiert ja noch. Oder wann hört das auf, in der biblischen Prophetie jetzt im Fokus zu sein? Also tatsächlich stellt die Bibel entsprechend dem Notwendigen zu machen Punkt die geschichtliche Entwicklung der Griechen und Römer einmal als einheitlich und ein anderes Mal als getrennt dar. Also manchmal macht die Bibel gar keinen Unterschied richtig zwischen diesem Übergang und sagt das eine Sache und woanders sagt er doch, ja, das ist ja doch ein Unterschied. Also zum Beispiel, ja, das kleine Horn
beginnt ja schon früh in griechischer Geschichte. Ja, 212 sieht man, wie Rom jetzt so langsam wächst und aufkommt. Dieses kleine Horn, das beginnt zu wachsen. Und es kommt auch innerhalb einer griechischen Umgebung auf. Ja, aber wenn du jetzt Daniel 2 liest, dann ist Griechenland durch Bronze dargestellt in der Statue und Rom durch Eisen. Zwei verschiedene Sachen. Ja, oder in Daniel 7 ist Griechenland ganz klar der Leopard und dann gibt es noch ein viertes Tier und zwei verschiedene Tiere. Aber auch auf dem kleinen, auf dem schrecklichen Tier, auf dem vierten, kommt dann wieder das kleine Horn. Ja. Dann wird aber trotzdem eine Einheit zwischen beiden Reichen dargestellt. Zum Beispiel in Daniel 2, wenn man sich das Standbild anschaut oder auch die Zeichnungen der Pioniere, wie sie dieses Standbild gezeichnet haben, dann reicht dieser bronzene Lendenschurz über die eisernen Beine. Ist vielleicht kein so eindeutiges Argument, aber deutlicher wird es in Daniel 7. In Daniel 7 hat das vierte schreckliche Tier, wenn ihr mal genau lest, geht mal zu Daniel 7, vielleicht habt ihr das noch nie gesehen, in Vers 19. Daniel 7, Vers 19 wird das vierte Tier beschrieben und da heißt es: Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte. Ehern ist Bronzen. Also im Originaltext wird hier wirklich dasselbe Wort wie in Daniel 2 für Griechenland verwendet. Bronze oder Ehern. Ja, das ist dasselbe Wort. Und hier wird uns gesagt, dass das vierte Tier immer noch etwas von Griechenland in sich hat, nämlich bronzene Nägel. Und noch deutlicher wird es natürlich in Offenbarung 13. Geht mal zu Offenbarung 13. Das erste Tier aus dem Meer. Ich denke mal, da wissen wir alle, dass es von dem römischen Papsttum spricht. Ja, Offenbarung 13. Und wie wird dieses Tier beschrieben? Hier sind wir ja ganz klar schon in der Zeit von Rom. Aber woraus besteht dieses Tier hauptsächlich? In Vers 2. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Panther war Griechenland. Ja, natürlich hat es auch Aspekte, ja, die Füße und das Maul, ja, wie der Bär und der Löwe. Aber der Hauptkörper ist griechisch. Das heißt, die Bibel möchte uns hier was klar machen. Ja, auch wenn jetzt die Reiche enden und dann das nächste kommt, setzt sich etwas dieser Reiche fort. Ja. Das heißt, die Bibel muss einerseits einen Unterschied machen zwischen Reichen, aber gleichzeitig auch sagen, dass es eigentlich dasselbe ist, was weitergeht. Und das haben wir eben auch in Daniel 8 mit diesem Horn. Also, wenn die vier Hörner auf dem Ziegenbock in Daniel 8 gleichbedeutend mit den vier Köpfen des Leoparden aus Daniel 7 sind und das vierte Horn hier ist Magna Graecia, und das besteht nach 30 vor Christus noch weiter. Das heißt, dass die gesamte Entstehung des Neuen Testaments, auch die Zeit des Neuen Testaments, das heißt die Evangelien, ja, wo Jesus gelebt hat, wo Paulus gelebt hat, seine Briefe geschrieben hat, bis wo Johannes die Offenbarung auf Patmos bekommt. Diese ganze Zeit findet dann noch zur Zeit des vierten griechischen Horns statt. Oder des vierten Kopfes des Leoparden. Versteht ihr? Weil dieses Horn noch gar nicht gefallen ist. Da ist noch gar keine Veränderung. Da wächst jetzt immer noch Rom heraus. Ja, Rom ist da natürlich. Es ist ja das Römische Reich. Aber es ist das, was in der Geschichte heute als das griechisch-römische Reich bezeichnet wird. Ja, im Englischen Greco-Roman Empire. Ein Begriff, der überall aufkommt. Weil du geschichtlich Griechenland und Rom in dieser Zeit gar nicht trennen kannst. Und wenn du es nicht kannst, die Frage ist, wann sagt die Bibel, dass dieser Übergang ist? Jetzt noch ein ganz einfaches Beispiel, wo auch die Bibel das zeigt. Wenn hier in der Zeit, ja, wo jetzt das Neue Testament geschrieben wird, erstmal, in welcher Sprache ist das Neue Testament geschrieben? Griechisch, oder? Weil Griechisch war einfach die Sprache, die alle gesprochen haben. Das war griechische Kultur. Wenn Paulus schreibt, das Evangelium kommt zuerst zu den Juden und dann zu den Griechen, oder? Weil Griechen war
das Synonym für die Heiden. Die Leute haben griechisch gedacht. Ja, er hätte ja auch schreiben können, dass er schreibt ja sogar an die Römer, oder? Das ist ein Römerbrief, Römer 1. Ja? Und er hätte doch auch sagen können, ja, das Evangelium ist zuerst für die Juden und dann auch für die Römer. Und die Römer stehen für die Heiden. Nein, er hat gesagt für die Griechen. Also wir müssen uns wirklich begreiflich machen, und die Bibel bestätigt es auch damit, dass da alles griechisch war. Klar, Rom hatte die Macht, Rom war schon, sag ich mal, der Staat in dem Sinne. Aber die Frage ist, worauf legt die Bibel ihren Fokus? Was möchte die Bibel, was wir erkennen, wann da jetzt ein Übergang ist? Denn wie gesagt, wenn es darum geht, dass Rom Herrschaft bekommt, hätte sie auch schon hier sagen können, dass Rom beginnt mit seinem ersten Eroberungsfeldzug. Also, die gesamte Entstehung des Neuen Testaments würde dann in die Zeit von dem dritten Tier fallen, des Leoparden bzw. des Ziegenbocks. Ja, wo der vierte Kopf bzw. das vierte Horn als das heidnische, griechisch-römische Reich dargestellt wird. Und Daniel 8, und das ist jetzt ganz wichtig, Daniel 8 erlaubt die Gegenwart Roms bereits zur Zeit Griechenlands, da das kleine Horn auf dem griechischen Horn drauf sitzt, obwohl die Zeit des vierten Reichs noch gar nicht gekommen ist. Also das kleine Horn ist schon da, es wächst schon, ja, aber die Zeit als eigenes viertes Reich ist trotzdem noch nicht da, sondern Rom und Griechenland existieren parallel. Und das ist genau, was in der Geschichte auch passiert ist. Es war ein fließender Übergang. Und die Frage ist, was sagt jetzt die Bibel, wo prophetisch der Übergang vom Leoparden zu diesem schrecklichen Tier ist? Von Griechenland zu Rom. Also während in Daniel 8 das kleine Horn, beginnend hier zur Zeit Griechenlands, die Macht ist, welche bis zur Wiederkunft Jesu durchgehend bestehen bleibt, stellt Daniel 7,7 einen deutlichen Übergang hin zu einer Macht dar, welche ganz anders als alle vorherigen Mächte ist. Und wann war dieser Übergang zu einer ganz andersartigen Macht? Und das ist ein wichtiger Punkt. Geht mal zu Daniel 7, Vers 7. Daniel 7, Vers 7. Übrigens, wenn ihr mal, ich tue euch das mit in die Notizen dann, wenn ihr mal auf die 1850er-Karte der Pioniere schaut, ja, wo sie die Prophezeiung von Daniel und Offenbarung aufgelistet haben, dann das Standbild, die Tiere von Daniel 7, Daniel 8, und dann zeichnen sie diesen Ziegenbock von Griechenland mit den vier Hörnern, und dann zeichnen sie so richtig ein Horn, das aus einem dieser vier Hörner herauswächst, und dann verlängern sie dieses Horn über die komplette Karte nach ganz unten bis zum Ende der Zeit, wo die sieben Plagen kommen und Christus wiederkommt. Sie sagen damit, das kleine Horn, was hier in Griechenland beginnt, was Rom ist und da anfängt zu wachsen, besteht bis zum Ende der Zeit. Das wächst komplett durch. Also ab hier bis, ja, hier kommt irgendwann das Papsttum, unsere Zeit, Zeit des Endes, Wiederkunft Jesu. Also ich könnte jetzt hier ein kleines Horn zeichnen, von hier bis zur Wiederkunft Jesu. Ein langes Ding, ein Reich. Ja. Aber in Daniel 7 wird jetzt trotzdem ein Übergang beschrieben. In Vers 7, da heißt es, nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Und jetzt, es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Jetzt die Bibel sagt, dieses vierte Tier war ganz anders als alles, was davor war. Also wenn wir zu Rom kommen, zu dem vierten, was ist es, was die Bibel meint, was hier ganz anders war als ja, bei Griechenland, Medo-Persien, Babylon? Etwas, was nie vorher da war. Und das wird uns auch den Schlüssel geben, wann wir den Übergang machen sollen. Irgendwas muss jetzt passieren, was auf einmal ganz anders ist. Also, wie wir gesehen haben, war Rom zunächst das geistliche, intellektuelle, kulturelle und religiöse Kind des Hellenismus in Griechenland. Also, Rom ist griechisch aufgewachsen. Und Rom hat sogar die Ausbreitung von diesem Hellenismus gefördert.
indem es den organisatorischen und staatlichen Rahmen dafür lieferte. Und demzufolge war Rom zunächst gar nicht sonderlich andersartig als alle vorherigen Reiche, da es genauso heidnisch und besonders griechisch war. Seht ihr den Punkt, den ich machen will? Wir müssen ja nach etwas Andersartigem gucken. Wir müssen irgendwie gucken, warum sagt Daniel jetzt, hey, dieses vierte Tier, das war ganz anders als alles davor. Und wir lesen über das kleine Horn, das hier kommt. Und eigentlich, was die Bibel uns hier erstmal sagt, ist, es ist eigentlich ziemlich genauso wie alles andere davor. Es ist auch heidnisch, es ist total griechisch, also gar nicht anders, oder? Kein großer Unterschied. Aber es ist religiös. Ja, ja. Worauf die Bibel ja den Fokus legt, ist der geistliche Bereich, oder? Die Bibel kümmert sich nicht so sehr um Politik und diese Sachen. Was die Bibel uns beibringen möchte, ist die geistliche Entwicklung dieser Reiche. Vor allem in Bezug auf Gottes Volk. Das heißt, ganz anders als alle vorherigen wurde Rom erst, als Kaiser Konstantin 321 nach Christus das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat. Denn kein Reich vorher hatte die biblische Religion jemals zur Staatsreligion gemacht. Oder? Das waren alles Heiden, die haben gegen die Bibel gearbeitet. Und hier kommt jetzt ein römischer Kaiser und sagt, wir machen die biblische Religion zur Staatsreligion. Und das ist, was wenn Daniel sagt, ja, das war ganz anders als alles, was davor war. Und damit haben wir einen ganz deutlichen Übergang jetzt zu dem, ja, was wir römisches Christentum nennen. Ja, und natürlich war das immer noch eine Vermischung von Heidentum und Christentum. Also das ist, was wir als Synkretismus bezeichnen. Ja, Synkretismus heißt Vermischung. Also mit dem Synkretismus, das heißt mit der Vermischung zwischen Heidentum und Christentum, beginnt 321 nach Christus auf staatlicher Ebene das vierte und letzte Reich der biblischen Prophetie. Weil jetzt staatlich eine neue Religion, eine neue Kultur eingeführt wird, die nie vorher da war auf staatlicher Ebene. Welches wegen dem neuen christlichen Aspekt anders ist als alle vorherigen Reiche. Und in diesem Reich finden wir dann das Ereignis auch von 538, ja, wo das kleine Horn jetzt in Form des Papsttums diese neue Religion mit absoluter Staatsgewalt auch durchsetzt. Ja, hier wird sie erstmal nur eingeführt, aber jetzt wird sie auch durchgesetzt per Staatsgewalt. Diese 1260 Jahre Mittelalter, Papsttum, kennen wir ja. Bis 1798, dann bekommt es die Staatsgewalt wieder abgenommen. Das ist die tödliche Wunde aus Offenbarung 13,3. Aber diese staatliche Macht, wissen wir, wird das Papsttum in der Zeit des Endes wiedererlangen und wird dann vernichtet werden durch die Wiederkunft Jesu. Aber bis dahin besteht dieses vierte Tier. Denn in Daniel gibt es nur vier Tiere. Und das vierte Tier hört auf, wenn Jesus wiederkommt. So, und jetzt kommt die Implikation für Offenbarung 17. Denn wenn das alles stimmt, und ich denke, das macht sehr viel Sinn, ergibt sich auch eine harmonische Erklärung für die sieben Köpfe aus Offenbarung 17, 9 und 10. So gehen wir jetzt noch zu Offenbarung 17. Und damit machen wir jetzt Schluss. Und da könnt ihr dann drüber nachdenken in euren eigenen Studien und das prüfen. Da könnte man natürlich noch viel mehr zu sagen, aber man könnte das jetzt nicht beenden, ohne diesen Hinweis noch zu geben. Offenbarung 17, 9 und 10. Da heißt es, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Also, das sind natürlich die sieben Köpfe aus diesem Tier, was öfter in der Offenbarung erwähnt wird. Ja, dieses Tier mit den sieben Köpfen und zehn Hörnern in Offenbarung 12, 13 und 17 kommt das vor. Und jetzt erklärt Gabriel dem Johannes, was die sieben Köpfe sind. Es ist eine zeitliche Abfolge in der Geschichte. Und sagt dem Johannes, fünf dieser Köpfe
sind schon gefallen, ein Kopf ist jetzt da und ein Kopf kommt noch. Und die sieben Köpfe auf diesem Tier entsprechen den sieben Köpfen in Daniel. Und das ist der große Fehler, den wir immer gemacht haben. Ich auch. Ja, ich habe das nie gesehen bis jetzt, wo ich dieses Buch gelesen habe. Und es ist so glasklar, finde ich. Ja. Was wir immer gemacht haben, wir haben diese sieben Köpfe genommen, haben gesagt, das sind sieben Reiche und haben jedes Reich aus Daniel versucht, jetzt mit den sieben Köpfen gleichzusetzen. Ja, dann haben wir gesagt, hier von diesen sieben Köpfen, ja, da ist natürlich das erste Reich Babylon, ja, das zweite Reich ist Medo-Persien, das dritte ist Griechenland, das vierte ist Rom, aber da haben wir erst vier der sieben Köpfe, richtig? Dann bleiben noch drei übrig und dann hat man versucht, ja, okay, dann, jetzt gibt es ja noch die USA oder werden noch erwähnt in der Offenbarung, vielleicht ist, da haben wir gesagt, noch einen Unterschied gemacht zwischen der heidnischen Phase Roms und der päpstlichen Phase, also haben das Tier eigentlich jetzt in zwei geteilt, haben gesagt, das ist der vierte und der fünfte Kopf ist das Papsttum, ja, weil das vierte war erst das heidnisch-römische Reich, das fünfte war dann das Papsttum, ja, und das sind die fünf, die gefallen sind, und das sechste ist dann vielleicht die USA, ja, oder manche sagen auch der Atheismus, Frankreich, da gibt es dann verschiedene Auslegungen, und dann kommt irgendwann noch der siebte, und das ist ja dann vielleicht die neue Weltregierung, wenn der Papst wiederkommt und dann die Weltregierung hat. Ja, und so gibt es dann diese verschiedenen Auslegungen. Aber der Punkt ist, ich glaube, was wir falsch gemacht haben mit dieser Auslegung, ist, jeden dieser sieben Köpfe mit den ganzen Reichen gleichzusetzen. Aber das steht da gar nicht. Da steht, es sind sieben Köpfe. Und in Offenbarung 13 steht ja, dass dieses Tier mit diesen sieben Köpfen eine Zusammenstellung ist der Tiere aus Daniel, oder? Es hatte etwas vom Leoparden, etwas vom Löwen, etwas vom Bär und es hatte auch die zehn Hörner von dem vierten Tier. Also von allen vier Tieren zusammen ergeben dieses Tier mit den sieben Köpfen. Und jetzt kommt's. Wenn man auf die Köpfe in Daniel schaut, ergibt sich ein total harmonisches Bild. Also Offenbarung 13, 1 bis 2 erklärt uns, dass sich das siebenköpfige Tier mit den zehn Hörnern aus Daniel 7 ableitet und eine Zusammenstellung all der Tiere aus Daniel 7 ist. Und jetzt schauen wir, Babylon, der Löwe, hat wie viele Köpfe? Ein Kopf. Medo-Persien, der Bär, hat wie viele Köpfe? Einen, macht zwei Köpfe. Und jetzt kommen wir zu Griechenland, dem Leoparden. Wie viele Köpfe? Vier Köpfe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 für Griechenland. Und dann kommt nur noch ein Tier mit einem weiteren Kopf, welches der siebte Kopf ist. Das heißt, wenn man einfach nur die Köpfe zusammenzählt in Daniel, kommt man genau auf die sieben Köpfe. Wenn also der Engel dem Johannes in Offenbarung 17, 10 erklärt, dass fünf Köpfe gefallen sind, und ein Kopf da ist und ein Kopf noch nicht gekommen ist, will er damit sagen, dass Johannes sich auf Patmos ca. 100 nach Christus zur Zeit des sechsten Kopfes befindet. Oder er sagt, Johannes, ich gebe dir gerade die Vision, ja, und die war, das war hier ungefähr, ja, 100 nach Christus bekommt Johannes die Vision. Er sagt, zu deiner Zeit sind fünf Köpfe schon gefallen, der sechste Kopf ist gerade da und der siebte Kopf kommt noch. Und das heißt, wenn der sechste Kopf gerade da ist und der sechste Kopf der vierte von Griechenland ist, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann ist er noch in der Zeit des griechischen Tieres. Das heißt, Griechenland erweitern wir bis, wo wir gesagt haben, zu der Zeit, wo Konstantin das Christentum zur Staatsreligion macht. Und erst dann beginnt Rom. Und die Zeit des Neuen Testaments und auch wo Johannes die Offenbarung bekommt, ja, sind fünf gefallen. Also was ist gefallen? Der babylonische Kopf ist gefallen, der medopersische Kopf ist gefallen und
drei der vier griechischen Köpfe sind gefallen. Nämlich die Antigoniden, die Seleukiden und die Ptolemäer sind mittlerweile gefallen, von Rom erobert. Das haben wir gesehen in diesen Feldzügen hier. Aber das Letzte, wo Rom selber herkommt, ist nicht gefallen, sondern daraus ist Rom ja gewachsen. Und das existiert noch zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit der Evangelium und auch noch zur Zeit, wo Johannes die Offenbarung auf Patmos bekommt. Das ist der Sechste, der jetzt noch da ist. Gabriel sagt, einer ist und einer muss noch kommen. Und so haben wir ein vollkommen harmonisches Bild. Ja, Daniel und Offenbarung ergänzen sich. Sie legen sich gegenseitig aus. Und wir sollen nicht denken, ja, dass hier irgendwie nochmal neue Reiche kommen. Es ist alles Rom bis zum Ende der Zeit. Also man könnte natürlich noch viel mehr sagen jetzt über Offenbarung 17 und muss auch auf andere Argumente eingehen, die vielleicht für die andere Auslegung sprechen. Aber so haben wir eine harmonische Zusammenstellung, eine Harmonie zwischen Daniel und Offenbarung hergestellt, die, denke ich, sehr, sehr viel Sinn macht und die es wert ist, sich näher anzuschauen. Okay, damit wären wir am Ende der ersten vier Verse von Daniel 11. Was wir uns jetzt als nächstes anschauen werden, ist natürlich die Geschichte vom Nord- und Südkönig, denn ab jetzt wird von Israel ausgeschaut, was ist im Norden, was ist im Süden, und da haben wir natürlich dann das Seleukidenreich und das Ptolemäerreich, die jetzt in den folgenden Versen ab Daniel 11, Vers 5 hier die Rolle spielen werden, bevor wir dann später zu der Entwicklung mit Rom und so weiter kommen. Aber das ist schon mal so ein Überblick. Und ja, wer hätte das gedacht? Da sehen wir, dass die Auslegung dieser vier Reiche so wichtig ist. Und ich hoffe, wir haben gesehen, dass diese Generäle, die hier wirklich keinen Sinn machen, das jetzt als diese vier Köpfe von Griechenland zu bezeichnen, sondern wir beziehen Magna Graecia mit ein und dann auf einmal schließt das den Schlüssel des Rätsels von Offenbarung 17 auf und wir können hier eine super harmonische Auslegung machen. Okay, dann lasst uns zum Abschluss nochmal zusammen beten. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du am Ende der Zeit immer klareres Licht gibst, dass die Erkenntnis zunimmt und vor allem Daniel und Offenbarung immer besser verstanden werden. Herr, du weißt, warum dieses Verständnis noch wichtig für uns sein wird, auch in Anbetracht der letzten Ereignisse und der Entwicklung in der Welt. Und so gib uns deine Weisheit und Verständnis, dass wir Kinder des Lichts sind und nicht in der Finsternis wandeln, sondern dass wir auf dem Pfad der Gerechten gehen, der immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. So segne uns, segne meine Geschwister und führe uns nach deinem Willen wieder zusammen. Das bitten und danken wir in Jesu Namen. Amen.